Hallo Leute, hier ist wieder euer Modellbahner 44 mit dem sechsten Update meiner Modellbahn. Ich bedanke mich recht herzlich für 16 Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr mich alle abonniert habt. Ich bedanke mich auch bei Sven Eisenbahner, der hat auch ein YouTube-Video gemacht darüber und der stellt auch Kanäle vor. Den könnt ihr auch gerne abonnieren, ist wirklich ein guter Kanal. Der hat mittlerweile 466 Abonnenten. Der macht Trainspotting, Modellbahn und alles so, was um Züge handelt. Heute wollte ich mit euch mal über meine Modellbahn sprechen, was hier noch alles kommt, wie sie später dann fertig aussehen wird. Und zwar hier vorne kommt eine DDR-Grenze hin. Hier kommt dann so eine Mauer. Dahinter kommt so ein Wachturm und die Mauer ist besprüht mit Graffiti. Und da wird auch Mauerteil fehlen und so. Dann haben wir hier ja die Häuser, die drei Stück. Mit dem Schuppen sind es drei. Das ist so ein kleinerer Schuppen, den habe ich mir schon mal vor einer Weile gekauft. Dann wird es hier eine Straße geben. Dann ist ja hier noch die große Freifläche, wo das Dorf entstehen wird. Mit Straßen, Brunnen. Und ich habe schon ein paar neue Häuser bestellt. Die werde ich euch demnächst vorstellen. Und die der Grenzstreifen, der wird so aufgebaut sein, dass man hier dann eine Mauer hat. Dann hat man dazwischen so Sand, dass man da sieht, ob da Fußabdrücke sind. Und hier kommt dann circa so der Wachturm hin. Das habe ich auch schon alles bestellt. Das wird es dann in den nächsten Update-Folgen geben. Hier kommt dann die Stadt hin, wie schon angesprochen. Könnt ihr hier nochmal sehen, wie groß die Stadt werden soll? Die Stadt soll circa bis zu dem Strich hier gehen. Und dann hier hinter, da habe ich schon mal probiert, ob man so ein Gras verwenden kann. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Soll dann ein See mit Wanderwege hinkommen. Zum einen soll ein Wanderweg an den Weg da hinten anschließen. Hier ist mein Bahnbetriebswerk, das kennt ihr ja auch schon. Nur leider konnte ich in letzter Zeit nicht viel weiterbauen, weil ich die Materialien nicht da hatte und einfach die Zeit nicht da ist. Aber dafür habe ich in letzter Zeit viel in Technik gebaut. Also die ganzen Weichen automatisch steuern und die weichen Lichter und so. Das ist schon ziemlich aufwendig. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem DDR-Grenzstreifen haltet. Oder soll ich lieber eine Mauer oder Maschendrahtzaun verwenden? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch so Ideen habt, was ich vielleicht als kleine Specials auf meine Eisenbahnanlage einbauen soll, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Modellbahner 44. Ciao, Leute!